Sodale, und da sind wir auch schon wieder mit Let's Play Medieval 2 Total War. Eine mögliche Vorentscheidung um den Kreuzzug hatte ich euch versprochen. Und die werdet ihr auch bekommen. So, wir haben ja einiges gelernt aus unseren letzten Kämpfen. Unter anderem Dinge, die Stadtverteidigung angehen. Ich hoffe, dass wir hier eine 3-Schichten-Verteidigung haben. Werde ich mir jetzt mal anschauen. Launiger Spruch, muss heute mal warten. Das sieht tatsächlich so aus, als hätten wir eine 3-Schichten-Verteidigung. Das bedeutet für uns Folgendes. Wir haben 4 Einheiten. Allesamt hoch trainiert, deshalb jedes Opfer schade ist. Aber wird es wohl geben müssen. Hier den 2. Verteidigungsring. Den werden wir am stärksten schützen. Den werden wir verteidigen bis zum letzten Mann. Den ersten werden wir sozusagen erstmal als Wellenbrecher sozusagen verwenden. So, ich glaube, durch die Kanonenelefanten macht hier eine ausführlichere Verteidigung der vorderen Stellungen keinen großen Sinn. Deshalb werden wir uns dann hier mit unseren Truppen einnisten und mal schauen, was unser Gegner für uns so im Gepäck hat. Wir lassen sie erstmal kommen, bleiben auch erstmal defensiv, allerdings konzentriert und können uns zur Not halt immer noch hierhin in die innerste Schicht zurückziehen. Schlacht starten. Wir sind nicht hoffnungslos unterlegen, das darf man nicht vergessen. Das ist eine relativ ausgeglichene Sache. So, wird auch schon fleißig gefeuert. Seid gerade eben auch mit Feuer. Sacher Baden. Miliz muss schon gut federn lassen. Hier wird allerdings auch noch fleißig attackiert. Schon Schornstein ist hier gerade eingestürzt. So, jetzt müssen sie erstmal umdisponieren. Jetzt kommen sie mit dem nächsten. Ja, so richtig die Durchschlagskraft haben sie anscheinend nicht mit den Elefanten. Obwohl die Tore tatsächlich schon viel Schaden genommen haben. Allerdings macht auch jedes zerstörte Belagerungswerkzeug macht einen Angriff für unsere Feinde schwieriger. Heißt, sollte es uns gelingen, den Rambok, die Belagerungswaffe, wieder zu zerstören, unsere Feinde sind durch die Tore gebrochen. Müssen praktisch nur noch die Elefanten sterben. Und ein Durchkommen unserer Gegner ist dann unwahrscheinlich. Ich fange an, ein bisschen zu drücken. Kopf. Jetzt kommen wir natürlich angerannt. So, jetzt hier der Ansturm unserer Feinde. Schon beeindruckend, keine Frage. Ja, der Kern des gegnerischen Angriffs, das sind die Elefanten. Nur der allmächtige Gott oder ein militärisches Genie können uns aus diesem Debakel noch zum Sieg verhelfen. Die Sache ist die, sobald die gegnerischen Elefanten brennen,
Okay, gut. In der ersten Riege sind wir also gescheitert. Jetzt kommt die zweite Verteidigungswand sozusagen, unser zweiter Stronghold sozusagen. Sieht ganz so aus, als würden sie es tatsächlich probieren, über die übers Tor. Ganz klassisch. Ja, die sind natürlich ziemlich gut vorbereitet. Wir kommen mit Leitern, die Hellebarden-Milizler. Gehen wir auf die Mauern. Mit dem Belagerungsturm kommen sie nicht durchs Tor. Dann müssen sie die Elefanten in die Stadt holen. Da wird sich zeigen, wie effektiv die sein werden. So, wir haben jetzt auch normale Kampftruppen auf den Mauern. Damit sollten wir die Hellebarden-Miliz vernichten können. Warten unsere Gegner jetzt auf uns. An den Mauern. Die scheinen noch ein bisschen weiter nach rechts zu gehen. Gehen wir natürlich gerne mit. Wir natürlich so die Möglichkeit kriegen, ganz entspannt schwere mongolische Lanzenreiter abzuknallen. Ist natürlich auch so einiges wert. Die sind auch nicht gerade vom Unfeinsten, würde ich mal sagen. Haben auch schon einiges verloren an Männern. Ah, jetzt drehen sie sich hier. Okay. Damit ist klar, wo sie angreifen. Und genau da werden wir uns auch positionieren und höchstwahrscheinlich auch die Hellebarden-Miliz dann letztlich doch besiegen. Der Feind hat Leitern an den Mauern. Schlagt die Angreifer mit unserem Stahl zurück. Das ist der Plan. Warum trifft das denn nicht? Ihr verschießt mal nicht euer Pulver, Freunde. Ja, das wäre jetzt zu blöd. Jetzt haben wir fast kein Feuer mehr. Genug mongolische Lanzenreiter langsam platt gemacht. So, hier beginnt jetzt die Schlacht. Die Hellebarden-Milizler verlieren schnelle Einheiten, was dann auch zur Flucht führt. Doch nicht. Wollte ich da gerade hinterher schicken. Ah, mal gucken. So einen kleinen Hit and Run können wir vielleicht noch machen.
Na gut, dann eben nur ein Hit. Und jetzt ist wieder Feuern angesagt. Ja, wenn wir die verlieren, ist kein großes Drama. Betet, dass sich der Verlauf der Schlacht ändert, denn die Niederlage scheint fast sicher. Sehe ich anders? Wir haben schon fast ein Drittel der Gegner ausgeschaltet. Das sind jetzt alles eher Fußeinheiten, vermutlich alle auf dem Weg zu den Leitern. Ja. Wie vermutet. Da haben wir natürlich auch noch Verstärkung parat. Daran soll es nicht scheitern. Mann, Mann, Mann. Das war ja gerade eine Salve. So, jetzt ist es wirklich nahezu unschaffbar, würde ich sagen. Sich hier noch durchzuschummeln. Jetzt ein kleiner Trick. Wir gehen von hinten rein und schwächen damit natürlich unsere gegnerischen Truppen empfindlich. Nur der allmächtige Gott oder ein militärisches Genie können uns aus diesem Debakel noch zum Sieg verhelfen. So, jetzt gehen wir wieder rein. So, ich habe gerade gesehen, die haben Hellebarden-Miliz, die ist relativ effektiv gegen Pferde. Deswegen wahrscheinlich gerade auch der mangelnde Erfolg. Wir probieren gleich nochmal unter anderem noch von der anderen Seite zu kommen. So, jetzt kommen wir hier wieder von hinten. Jetzt haben sie fliehende Einheiten in der Nähe, das wird der Moral einiges an Abbruch tun. So, die gerade eben noch sehr, sehr souverän wirkende Miliz. So, hier in der Flucht erwischen wir noch einige. Damit haben wir 50% der Feinde ausgelöscht. So, können wir die gleich wieder runterholen. Die lassen wir hier oben stationiert.
Der macht hier, glaube ich, durchaus Sinn. Die scheinen hier jetzt mit... die sind hier jetzt mit einigem... mit einigem an militärischer Macht reingerast. Ohne Erfolg. Das ist jetzt natürlich auch psychologisch gesehen ein starker Schlag gegen unsere Gegner. Nur ein Fünftel unserer Einheiten ausgelöscht. Die Hälfte dagegen, der Feinde. Ja, noch ein bisschen Zeit hier an den Verteidigungswellen zu basteln, den menschlichen. So, jetzt bleibt die Frage, was machen sie jetzt? Einiges an Fußpersonal ist hier schon geflohen. Mit den Elefanten, die scheinen sie nicht wirklich in die Stadt holen zu wollen. Frontalangriff können sie ebenfalls vergessen. Und die Hälfte ihrer Armee, sogar etwas mehr als die Hälfte, ist bereits ausgelöscht. Bleibt zu sehen, welche Angriffsstrategie sie als nächstes verfolgen. Und das pressen wir auch noch in diese Folge, liebe Freunde. Scheinen ratlos zu sein. Waren sich, glaube ich, relativ siegessicher zu Anfangs. Sie haben die Elefanten und so. Mal schauen, die Einheiten sind jetzt geflohen. Die feindlichen. So, wenn sie jetzt noch angreifen, dann wird es zeitlich ganz, ganz schwer, das noch durchzubringen. Dann würde ich sagen, erkläre ich diese Stadt hier auf jeden Fall schon mal für verteidigt. Die Belagerung muss abgebrochen werden. Davon können wir, glaube ich, getrost ausgehen. Fröhliche Yala-Musik. 78 Feinde haben wir gefangen. Die werden allesamt hingerichtet. Das hier ist ein klarer Sieg für uns. Schicken die Langbogenschützen nochmal auf den Platz. Die haben sich ja auch tapfer geschlagen. Da vorne als erste Vorstopper. Ein der Belagerungs Ramböcke haben wir schon im Voraus zerstört. Und damit geht die Schlacht zu Ende. Wir haben gewonnen, 600 Feinde besiegt und nur 200 erwischt. Zwangssperrträger, keine gute Leistung gezeigt. Genauso wie die jeweiligen Feudalritter. Trotzdem war der Angriff erfolgreich. Beziehungsweise unsere Verteidigung. Und in der nächsten Folge begrüße ich euch dann mit den Lösegeldfragen. Oder mache ich... Doch, komm, das machen wir jetzt noch schnell. Ganz vergessen. Und ihr seht eine weitere beinahe volle Armee. Furchteinflößend und alles. Haben wir vernichtet. Oh mein Gott, und es geht direkt weiter. Das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.